kümmerliche Vorstellung. Opa, kannst du mir jetzt endlich die Geschichte weitererzählen? Was ist mit dem Haken Warmbrustmann passiert, nachdem er ohnmächtig geworden ist? Mein Junge, der Nahkampf-Armbrustmann, er ist nicht mehr aufgewacht. Er ist gestorben. Was, Opa? Das glaube ich nicht. Sag mir, dass das nicht stimmt. Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen. Als ob der Nahkampf-Armbrustmann stirbt. Mein Junge, ich erzähle dir die Geschichte weiter. Das war ganz schön gemein, Opa. Stell dich nicht so an. Ein kleiner Scherz wird doch wohl erlaubt sein. Und es muss mir auch Spaß machen. Wie du weißt, war der Nahkampf-Armbrustmann nach seinem letzten Angriff bewusstlos geworden. Er konnte sich nicht wehren, also wurde er von Yorga gefangen genommen. Und Yorga war ziemlich wütend. Sie brachte ihn in die Festung ihrer Familie. Wach auf, du Scheißkerl! Wach auf! Wach endlich auf! Wo bin ich? Und wo ist meine Ausrüstung, verdammt? Deine Ausrüstung kannst du direkt vergessen. Die siehst du nie wieder. Du bist jetzt mein Gefangener. Unser Gefangener. Was? Wen? Du lebst? Überrascht dich das etwa, Nahkampf-Armbrustmann? Dachtest du wirklich, du hättest mich geschafft? So schnell. So einfach. Du dürftest nicht mehr leben. Wie kannst du noch leben? Wen kann ich ihn jetzt bitte einfach umbringen? Wir müssen zurück in die Stadt. Wir haben schon genug Zeit verschwendet. Ja, mach mit ihnen, was du willst. Na dann komm mal her, Nahkampf-Armbrustmann. Opa, der Nahkampf-Armbrustmann hat's aber doch aus der Festung rausgeschafft, oder? Ja, das hat er. Aber wie? Das glaubst du mir nie. Also gut, Yorga. Bringen wir es hinter uns. Das wird dich jetzt vielleicht überraschen, aber ich werde dich nicht töten. Ich werde dir deine Ausrüstung zurückgeben. Ich hab die Schnauze voll von meinem Bruder und von meiner Familie. Ich stehe nicht hinter dieser ganzen Sache. Dass wir die Stadt angegriffen haben, war einfach zu viel. Und ich hätte mir gewünscht, dass du ihn besiegt hättest. Bitte was? Aber wieso denn dieses ganze Spiel? Mann, du bist wirklich nicht der Hellste, oder? Mein Bruder stand doch neben mir. Soll ich ihm etwa verraten, dass ich hier alles scheiße finde und dich befreien will? Ja, stimmt. Deine Ausrüstung ist dort in der Kiste. Ich gehe jetzt meinen Bruder abblenden und werde ihm sagen, dass ich alleine mit den Jungs in die Stadt aufbreche. Dann bist du ganz mit ihm allein und kannst ihn fertig machen. Euer Familienverhältnis ist schon ein bisschen kaputt, oder? Hör mal zu, du Quatschkopf. Du hast meinen Bruder doch gesehen. Und ich kann auch nichts dafür, dass ich in diese Familie reingeboren wurde und überall rum erzählt wird, dass ich Jorge die Schreckliche wäre. Sehe ich etwa schrecklich aus? Also, ich finde irgendwie ich ganz gut aus eigentlich. Halt einfach die Klappe und mach meinen Bruder fertig. Wow, Opa, das hätte ich ja nie gedacht. Jorge war in Wirklichkeit ja richtig nett. Nett und temperamentvoll. Ja, das war sie. Doch auch wenn der Nahkampf-Armbrustmann wieder frei war und seine Ausrüstung zurück hatte, stand ihm nun ein sehr harter Kampf bevor. Der Kampf gegen Vin. Jorge hat mir versichert, dass Vin alleine hier oben ist. Aber da steht noch jemand. Ist das seine Leibwache? Du weißt schon, dass ich dich von hier aus hören kann, oder? Ich Vollidiot hab mal wieder laut gedacht. Warte mal, du bist der Nahkampf-Armbrustmann. Wieso lebst du noch? Tja, um ehrlich zu sein, freue ich mich das auch. Tja, Nahkampf-Armbrustmann, an mir kommst du nicht vorbei. Ich bin die Leibwache von Vin, der Fernkampf-Schwertmann. Nahkampf-Armbrustmann. Was für ein Idiot. No.
Opa. Und das war's jetzt? Das war der Kampf, so wurde Ding besiegt? Naja, ja. Okay, aber... Hä? Was denn, mein Junge? Gefällt dir die Geschichte etwa nicht? Doch schon, aber... Ach, ist egal. Willst du denn gar nicht mehr hören, wie die Geschichte weitergeht? Es passiert ja noch ein bisschen was. Ach nö, Opa. Ich glaube, ich habe erstmal genug von Geschichten. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Hä? Kinder. Dann wird der Junge wohl nie erfahren, wer der Nahkampfarmbrustmann wirklich war. Ich hätte ihm so gern noch den Rest erzählt. Der Nahkampfarmbrustmann hat Jara geheiratet, hat ein Kind bekommen. Und zufälligerweise wollte dieses Kind dem Jungen gerade die Geschichte erzählen. Naja, aber wenn er es nicht hören will, vielleicht bin ich auch einfach ein schlechter Geschichtenerzähler. Vielleicht hätte ich die spannenden Sachen auch zuerst erzählen müssen. Der Kampf gegen die 10 schwarzen Trolle, das Drachenreiten, wie er sich in einen dreifachen Super-Armbrustmann verwandeln konnte. Und dass ich selber die gleichen Fähigkeiten wie mein Vater habe und den Jungen trainieren könnte, scheint ihn dann bestimmt auch mich zu interessieren. Naja, es wird Zeit für ein Schläfchen. Cool und mächtig. Sehr, sehr prächtig. Es ist der Nahkampf, Armbrustmann.